Willkommen zurück zu Donkey Kong 64, Folge 104. Boah, wie viele Folgen dieses Let's Play schon hat. Schon echt viele. Oder? Also, bis jetzt ist es ja unser längstes. Und es wird immer länger. Es wird immer, immer, immer länger. Boah, was? Das ist auch irgendwie... Die Attacke ist abgegradet. Oder? Macht jetzt voll so eine Drehung und bam. Vorher ist er ja so im Handstand gelandet. Ein Krokodil mit Bettlaken. Oder Nachthemd. Die sind echt cool. Kann aber auch irgendwie gefühlt nicht mehr als vorher. So, okay, hier brauchen wir dann vielleicht das Shooter-Upgrade. Kommt da so ein Vieh an. Lass mich in Ruhe. Ja, stimmt, das war auch ein Tipp, ne? Ja. Wir sollten ja erst Funky gehen und dann das Upgrade holen. Und dann in diesen Raum rein und... da ist auch noch so ein Schalter, okay. Also hier ist ein Traubenschalter, da ist ein Traubenschalter und da ist ein Traubenschalter. Ja, wahrscheinlich müssen wir die aktivieren und dann hochschweben, ne? Mit Lenky. Ich schätze mal, ja. Und ich versuche mal einen abzuschießen, aber ich komme nicht an jeden ran. Die fliegen nicht weit genug. Deswegen hat das auch nicht geklappt bei Donkey. Ja. Wir haben ja in der letzten oder vorletzten Folge versucht, da, ich glaube in der letzten, waren wir im Baumstamm drin und da mussten wir auch ziemlich weit schießen können und das hat auch nicht geklappt. Also merken wir uns. Erst zu Funky, sonst wird das hier alles nichts. Das hat ja überhaupt nicht gebracht hier gerade. Ja, okay, also hier können wir wohl noch nicht so viel machen. Vielleicht gibt es hier wieder eine lustige Lorenfahrt. Nee, gibt's nicht. Zu Tiny könnte ich jetzt wechseln, oder? Hier war doch ganz viel für Tiny am rumliegen. Und dann kannst du mal ein bisschen mit Tiny weitermachen. Was hältst du davon? Stimmt, gute Idee. Mach ich gerne. Oder mit Didi, da war ja irgendwo auch das... Ach, keine Ahnung. Mit Tiny kommst du ja auch relativ schnell zu dem Gewächshaus da und was für Tiny da war. Jo, und alle Schalter haben wir auch schon aktiviert, ne? Ja, du kannst auch einfach... du willst ja die Bananen sparen. Oh Gott. Ein bisschen verschluckt gerade. Ich habe gerade einen Schluck Wasser getrunken. Wir folgen einfach weiterhin den Bananenspuren, die haben uns bis jetzt immer an irgendwelche guten Orte gebracht. Jo. Das war das für Donkey. Mit der Library, stimmt. 19 Sekunden hatte man, oder? Oder 20? Ich glaube 20, ja. Und dann muss man relativ knapp bemessen. Und da irgendwie rüberspringen. Was die weiße Wolke hier rechts soll, weiß auch noch keiner. Und es ist sehr windig. Tinys Haare fliegen hin und her. Ja, die zucken manchmal komisch rum, das stimmt. Ja, hier kannst du zur Not ja auch propellern. Jupp. Genau, das ist der große Vorteil von Tiny. Mit ihr muss man gar nicht so super hundertprozentig genau springen. Ach ja, das war Didi. Sehr schön, sehr gut gemacht. So. Hier ist das Gewächshaus, link auf der linken Seite. Und hier und da kann man bestimmt rein. Hier ist ein Tiny-Fass. Was das wohl macht? Was das wohl macht? Was macht ein Tiny-Fass? Von oben kommt man da rein, nicht von unten. Jetzt musst du auf diesen Pilz, glaube ich, rauf. Auf einmal ist die kleine Stufe hier zu hoch. Witzig. Boing. Ja, mit den Pilzen und mit dem Zielen, wenn man vom Pilz abspringt, das kannst du ja auch ganz gut seit... Wie hieß das Minispiel? Irgendwas mit Schwünge oder so? Schnelle Schwünge? Boah, ich habe null Munition. Das ist die Special Munition. Ja, stimmt. Was sind denn das hier für Gegner? Die sind mir nicht sympathisch. Also hier ist irgendwie so eine... ein bisschen Käse und eine Cola-Dose. Eine halbe
Ja, also die Gegner... Was sind denn das für welche? Mach mal Musik. Kannst du Musik machen? Wir haben ja jetzt super abgegradete Musikinstrumente mit allen. Die hauen bestimmt alles kurz und klein. Oh ja, das klang auch so. Einfach mal eine Banane. Aha. Nicht verkehrt. Ja, Tiny hat das einfach einfach. Ja, irgendwie hat das die Rollen gewechselt, ne? Mit den schweren und einfachen goldenen Bananen. Bisschen, ja. Am Anfang hatten Tiny und Didi das ja richtig schwer. Und jetzt gerade eine ganz einfache. Das war's auch hier schon, oder? Nein, ja. Ich guck nochmal. Guck dich nochmal um, ja. Ich bin hier reingekommen und da ist der Ausgang. Sieht aus, als wäre es das gewesen. Ja. Cool. Starke Nummer. Das war unerwartet einfach. Ja. So, hier ist irgendwie ein Lanky-Schalter. Jupp. Ist die Spur geht aber noch weiter, oder? Ja. Folge der Bananenspur. Bis zum weißen Kaninchen und dann folgst du dem weißen Kaninchen. Oh. Das ist ja witzig, da kann man den Kopf erst abhauen und dann irgendwie weitermachen. Ich bin ja auch mal gespannt auf die Räume, so auf das Museum und die Bibliothek, wie das so von innen aussieht. Das ist bestimmt witzig gemacht. Ja, zu Cranky kannst du natürlich auch nochmal schnell, wo er gerade hier war. Ich glaube, das war schon das, oder? Was er uns abgegradet hat? Weiß ich nicht, guck doch nochmal nach. Oder geupgradet. Willst du nicht gucken? Ja, ich dachte, wir können... Da kommen wir ja eh ganz schnell wieder hin. Ja, stimmt auch. Wir haben ja einen Dreierschalter davor. Ich folge jetzt erstmal nochmal der Bananenspur. Zweierschalter war zu Didi. Soll ich darüber? Nö, ne? Da kommen, glaube ich, nur Donkey. Donkeys Bananen lagen da. Stimmt. Dann laufen wir wieder hoch. Nicht runterfallen. So. Ja, dann können wir uns ja auch schon mal langsam aufmachen, da in die Räume reinzugehen. Jupp. Unten waren auch noch welche, in die wir noch nicht reingegangen sind, oder? Oder haben wir da schon alles abgesucht? Bin mir gar nicht so sicher. Das kann gut sein. Diese eine Tür, die automatisch aufging, wenn man sich der Tür nähert, die haben wir auf jeden Fall noch nicht durchquert, bin ich der Meinung. Ja, und innen drin war auch noch was für Tiny, was ich grandios verfehlt habe. Ach, wo denn? Wo ist denn das Wechselfass, weißt du das noch? Ist da. Ganz oben. Da vorne direkt. Wunderbar. Und sonst immer bei den Portern, da wo sich alle sammeln. So, machst du den Ballsaal auf? Boah, Rabem. Das ist schon die dritte Attacke, die er... Also die dritte Attackenvariation von der Arschbombe, die er macht, glaube ich. Hm. Abgefahren. Das ist also der Ballsaal. Ha, so, sieht ja gemütlich aus, ne? Total. Ich bitte zum Tanz. Vor allem mit diesem Keule schwingenden, riesigen Vieh. So... Oh, was ist das? Ich guck noch mal ganz kurz. Da sind die Kerzen. Genau, ich guck noch mal auf unsere Tippkarte. Da haben wir verzeichnet, dass wir die Kerzen entzünden sollen. Schöner Schuss. Glückwunsch. Ja. Das waren die ersten Bananen für Didi. Ja, wir sollen die Kerzen entzünden, aber wir sollen vorher im Ballsaal aufräumen. Also hier die tanzenden, spukenden Gestalten einmal alle wegräumen. Hallo. Du könntest einmal Musik machen, dann sind alle auf einmal weg wahrscheinlich. Gesagt, getan. Und Bedadels. Alles weg oder noch jemand da? Boah, was sind das für Kerzenhalter? Ah. Und tatsächlich muss man irgendwie mit dem Raketenfass hantieren. Aber das solltest du ja jetzt hinkriegen, nicht wahr? Du alter Raketenfass-Experte. Denk dran, du darfst nicht drauf landen. Die ist an. Die ist auch an.
Sehr gut, sind das nur 3 Stück insgesamt? Tja, super einfach, wenn das nur 3 sind, oder? Vielleicht habe ich es. Ja, wunderbar. Oh, ein Minispiel. Oh, und ich habe ein Primatoport gesehen. Ein Primatoport? Oh ja, für Tiny eben. Im Hintergrund sah man den. Das heißt, wir müssen auch nochmal mit Tiny rein. Aber das hat uns ja der Tipp auch schon verraten von Rinkikau. Ach stimmt. Vom Ballsaal ins Museum, ne? Hm. Schicht im Schacht, das ist ja dein Spiel. Oh je, echt. Das kannst du doch ganz gut. So, wie war das nochmal? Z zum Abbremsen und... Z zum Beschleunigen, B zum Abbremsen. Analogstick rechtzeitig zum Rangieren. Soll ich zum Beispiel runter hier? Oder hoch, wie auch immer. Ich zähl hier nix. So. Oh oh. Hi. Zu spät gedrückt. Ein kleines Malheur kann mal passieren. Welcome to Bonus Stage. Die Lava blubbert auch ganz bedrohlich da unten. Man hört es auch. Hoffentlich hört ihr das auch. Sollte aber eigentlich gehen. Sehr gut. Ja, sieht gut aus. Eine Runde kannst du noch. Jetzt musst du irgendwie auf die Innenspur wechseln. Im Moment hast du sie echt ganz gut unter Kontrolle. Vielleicht wieder auf die Außenspur, wenn sie beide innen sind. Ne? Top. Perfekt. Jetzt hast du es geschafft. Da kommen sie nicht wieder raus. Sehr schön. Ja. Okay. War ja wieder ganz einfach für dich. Hast ja souverän geschafft. Ich hätte da wieder ewig verkackt. Und Banane eingesammelt. Dann kannst du auch landen, glaube ich. Direkt im Diddy-Fass. Nochmal ein bisschen Kristallkokosnüsse aufstocken. Sehr schön, sehr schön. Huch, eine hast du ausgelassen, oder? Ich glaube auch. Ist aber nicht so wild, denke ich. Macht nichts. Und hier ist der Primatoport. Yep. Das ist ja schon mal gut zu wissen, das müssen wir uns merken. Ja, guck noch mal, wie der Tipp genau ist. Vielleicht können wir das auch direkt machen. Ich schaue noch mal schnell nach. Der Tipp ist genau. Tiny, wow. Ballsaal, Primatoport zum Museum. Also das könnten wir direkt machen. Mhm. Das Museum ist noch gar nicht auf, ne? Da haben wir mit Chunky noch gar nichts aktiviert. Ich glaube, das müssen wir auch nicht, wenn wir den Primatoport benutzen. Nehmen wir halt irgendwie den Express in einen Spezialraum oder irgendwas. Vielleicht ist ja eine goldene Banane auch ein Ausstellungsstück in einer Vitrine, in die wir uns dann reinporten. Ja, das stelle ich mir gerade so vor in meinem Kopf. Klatsch! Das wäre der Klassiker, ne? Ja, Rache. Bam! Na gut. Beschäftigen wir uns nicht länger mit... solchen primitiven. Nehmen wir das stattdessen lieber den primitiven Primatoport. Oh ja. Zack, da ist er schon. Und tja, was sich im Museum verbirgt, das verraten wir natürlich erst beim nächsten Mal. Du bist ja fies. Ja, ich bin ein bisschen gemein. Oh Mann. Ja, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ja. Yep. Aber ja auch nicht allzu lange. Geht ja. Wahrscheinlich morgen dann auch direkt weiter. Also bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.